Jo Leute, hier bin ich wieder mit einer weiteren Folge. Boah, also wenn die Aufnahme startet, dann kommt mein Laptop schon ins Schwitzen. Aber der Server noch nicht. Wir eilen immer noch um die 100%. Wir haben noch 4 Leute hier auf dem Server. Also ich habe off-camera noch ein bisschen weitergemacht und die Kühe ein bisschen gebreedet. Ach so, ja, natürlich. Wir sind hier in einer Dauerwerbesendung für den Minecraft-Server mit IP 1492.127.134. IP ist natürlich auch in der Beschreibung alternativ oder cityhuhn.com geht auch, aber schaut einfach in die Beschreibung. Ja, also die Spielerzahlen sind natürlich zurückgegangen, aber meine Kühe haben sich increased und ich weiß nicht, ob die hier wirklich mehr werden. Ich habe echt das Gefühl, dass es vorher mal mehr aussah. Oder ob die sich jetzt so nah reinglitschen, dass, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber meine Frames leiden auf jeden Fall unter diesen ganzen Pikmin. Aber der Server spürt noch nichts. Also das ist schon mal gut, so gesehen. Es gibt wahrscheinlich keinen Talk in diesem Video. Ich hätte schon mal Bock auf wieder ein bisschen Aaron Jones. Aber ja, ich finde es irgendwie... Ich bin gerade nicht so aufnahmefähig für so einen Talk. Ich mache gerade nicht so stupide Sachen, sondern ich gehe so hier hin, ich überlege da, es sind so viele Leute online, keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal nichts laufen zu lassen, wenn ich mich dann eingeeidelt habe und irgendwas, sagen wir mal, Stupideres wieder mache, was Stumpfes, dann gucke ich vielleicht wieder einen Talk. Aber momentan wird ja nichts gebaut oder so. Ich sollte mich langsam mal mobil machen. Und, naja, vielleicht auch mal zum Spawn schauen. Bisschen mit den Leuten messen. Ja, so, ne? Und wenn hier jetzt plötzlich jemand vorbeikommt, dann kriegt er all meine Sachen. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Ja. Wahrscheinlich lasse ich den Klump hier eh liegen. Ja. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich alle Items wieder für meine Flying Machine. Und könnte jetzt eigentlich mal Richtung Spawn wandern, so. Aber ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl, dass wieder alles in die Luft fliegt und ich wieder alles verliere. Ja, keine Ahnung. Also wie ihr seht, wir haben jetzt hier schon richtig, richtig viele Kühe. Und das Mobs töten, das hat schon langsam Verzögerung, aber Blöcke kann man noch ganz gut abbauen. Und ja, keine Ahnung. Mein Ziel ist irgendwie, sind die Blöcke. Also, warte mal. Ja, das ging doch. Ja, es war jetzt nicht super schön, ne? Also, keine Frage. Aber hier, wie man sieht, ja, es geht auch. Seht ihr, Response Time ist auf jeden Fall da. Also der Server hat noch Luft zum Atmen. Wenn ich mir jetzt irgendwo reinstrip meine. Nee, ich wüsste nix. Wirklich nix. Also. Dem Server geht es noch herrlich. Ich weiß nicht, wie, aber ihm geht es noch super. Also der scheint echt deutlich, deutlich stärker zu sein, der Server hier. Oh, ich könnte mal, doch, das ist doch eine gute Möglichkeit, mal die Golems fertig zu bauen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Ja, nehmen wir mal alle Eisenblöcke. Dann brauchen wir natürlich ein paar Kürbisse. Was ist denn das für eine Efficiency 3? Buh. Wie geht ein Fortune hier ab? Nicht wirklich, gell? Naja. Okay, dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Kabel. Haben wir hier schon keinen mehr. Ja, aber als ob ich
das schon zugebaut habe, ohne da einen reinzumachen. Hier, ich verstehe echt nicht, wo diese Sachen hingekommen sind. Habe ich die mal abgebaut für den, ah, das kann sein. Ihr wisst schon was, ne? Für. Hä? Gehen die nicht so? Oder braucht man einen Carved? Wie macht man denn einen Carved Pumpkin? Oh mein Gott, ich muss wieder researchen hier. Muss ich da mit der Schere reinschneiden oder sowas? Oder mit der Axt rein axteln? Nein. Cheers. Okay, dachte ich mir doch. Will ich da vielleicht Fackeln drin haben? I don't know. Ja, ich glaube, ich habe damals alles Eisen abgebaut für den. Wie heißen denn diese Pyramiden da? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Da, wo der Strahl rauskommt. Leute, ich bin nicht so in der Minecraft-Szene unterwegs momentan. Also seid etwas rücksichtig mit meinem Vokabular. Aber sollten da Fackeln rein? I don't know, vielleicht schon. Oder die machen ja keinen Nachteil, oder? Stört der Kürbis ja nicht, aber wer weiß. Oh, das braucht auch da unten diese Einkerbungen, oder? Ne, hat's ja. Okay, passt. Es wird die Effizienz der Slime-Farm dann nochmal steigern. Was natürlich crazy ist, wenn man drüber nachdenkt. Weil ich eh so viel Slime habe, ich brauche eher. Ich brauche eigentlich eher das Eisen, weil ich habe kaum noch Eisenblöcke. Das ist eigentlich krass. Ja, dafür habe ich eigentlich schon einen Slot in meiner Ender Chest. Und vielleicht sollte ich dann lieber eher was anderes in meine Ender Chest tun, wenn das nur so wenige sind. Oh, wir haben einen neuen Spieler. T-Rox Lul. Ah, ja, wie es aussieht, ist der Spawn doch schon ziemlich lava-covered. Hört sich so an, ne? Von den Chat-Messages her. Ist natürlich eine Ungünstigkeit. Ja, es ist natürlich die Frage, wie viel Lava Vanilla verkraften kann. Das habe ich mich in der letzten Folge ja schon gefragt. Ey, und die Eisenblöcke sind echt gleich weg. Ist ja krass. Also, eigentlich braucht es eine Eisen. Oh, wir haben einen neuen Spieler, aber der Rest ist wirklich geragequittet restlos jetzt. Ach, herrje. Ja, also wir haben hier einen dominanten Spieler, diesen Lidi. Der wirklich alles wegsnackt. Und naja, dementsprechend sind die Spielerzahlen alle durch Ragequit zurückgegangen. Aber wir bleiben trotzdem stabil bei 100% CPU-Usage. Ich habe das Gefühl, dass, ja, dass die Mobs fast mehr ziehen als die paar Spieler, die da online sind. Jetzt verballere ich noch mein letztes Eisen. Ja, stirbst du ja schon an Fallschaden, wenn du da runterfällst. Ja, aber der Server läuft noch butterweich. Butterweich. Krass.
glaube, in der nächsten Stufe drüber gibt es eh keine. Ja, okay, ich habe kein Eisen mehr. Haha, so viel dazu. Eisen ist alle, ja krass. Krasse Sache. Ich habe echt irgendwie Angst vor dem Dude, dass der jetzt mit seinen Hack-Clients mich irgendwie hier findet und dann. Ja, ich meine, ist hier alles offen hier. Hier liegen überall Diamantenrüstungen rum, lauter Tools. Und dann könnte der hier schnell alles wieder zunichte machen, was ich jetzt hier in den letzten, keine Ahnung, was Folgen aufgebaut. Deflecten Arrow to Shield. Ja, also ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen, aber ja, wir sind halt echt schon spawnnah, aber naja, naja. Wird schon passen. Ja. Zwei Eisenblöcke. Lollige Sache. Lollige Sache, Indeed. Okay, aber es dauert schon, bis man so eine Reihe, eine Doppelkiste Slime-Blöcke voll hat. Also, aber brauchst du ja auch nicht, ne? Brauchst halt auch einfach echt nicht. So wie ich mich kenne, werde ich eh gleich wieder alles verlieren. Oh Mann, ja, die CPU-Usage, man merkt schon, dass die Spieler weg sind. Tja, das. Einsteigern. Ja, aber das sind jetzt wirklich viele Kühe. Also das sind jetzt viele Leute, ich mein's ernst. Also viele Kühe, die halt wirklich easy zwei Stacks Weizen wegsnacken. Das sind viele. Das ist gut, also das wären jetzt, sagen wir mal, zwei gute Kuhfarmen, zwei große Kuhfarmen und den der Kartoffelserver im Rechenzentrum schon einknicken würde, kann mein Laptop hier handeln. Oder halt eine richtig, richtig große, was aber, denke ich mal, wahrscheinlicher ist, oder? Jawohl. Er macht die Farm halt dann eigentlich schon in der Regel so groß, wie es halt geht, ne? Das Sky is the limit. Sagen auch langsam ciao lieben, aber nee, reagiert noch gut. Wir sind immer noch bei 100%, also wir gehen langsam die Ideen aus. Klar kann man es immer mehr mit den Kühen. Ja, gut, okay, dann mache ich das halt. Dann gehen wir mit den Kühen so lange hoch, bis es halt nicht mehr weitergeht. Die hier überhaupt mehr? Leute, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ja, okay, dann denke ich, haben wir uns hier eingependelt und können dann fast mal mit einem Talk anfangen. Aber ich würde dann fast einen Cut machen und dann in der nächsten Folge einfach einen Talk reinpumpen. Und ja, weil sonst. Ja, es ist irgendwie schräg, so spät erst im Video mit einem Talk anzufangen. Oh, pur Frischling. Der wird es sicher wieder hart rangenommen. Hi. Wanna meet?
Er macht jetzt auch auf Netz richtig verzweifelt schon so, weil alle Rage quittet sind. Das ist wahrscheinlich auch langweilig für den. Tja, so kann es gehen, wenn man alle zum Rage quitten bringt und der Über-Ukrainien Gangster ist. So kann es gehen. Nee, aber wenn die sterben würden, auch wenn sie sich gegenseitig erquetschen würden, dann würden ja ein paar Sachen hier reinkommen. Also die werden schon mehr. Kann man sich irgendwie Statistiken anzeigen, wie viele Mobs da sind? Nicht, dass ich wüsste. Ja, also irgendwie ruckelt das, aber das ist wohl mein Client, der hier abspackt. Sich reagiert hier alles noch gut. Ja, ich denke, dann gehe ich mal ein bisschen Eisen farmen, oder was sagt ihr? Zum Beispiel hier. Gehen wir mal noch ein bisschen farmen. Oh, hier ist noch ein Lavasee. Ja, lol. Ich weiß nicht, ob Strip Mine die richtige Möglichkeit ist, weil ich habe eigentlich auch Unmengen an Höhlen, wo ich einfach durchrennen könnte und da Eisen rausholen, oder? Zum Beispiel die Kuhhöhle. Mit. Ich habe halt echt deutlich mehr Diamantenblöcke in meiner Ender Chest als Eisenblöcke. Cool, oder? Ja, Gold brauche ich ja jetzt nicht mehr, dafür habe ich jetzt eine Farm, aber wie schwer ist es denn, eine Eisenfarm zu bauen? Da brauchst du ein Dorf und so. Ja, das ist mir jetzt zu blöd, ich brauche jetzt keine Eisenfarm. Ich habe halt auch kein Holz dabei, also selbst wenn ich Kohle finde, ach, das ist Schwachsinn. So komme ich nicht weit. Ah, ich bin über der Sugarcane Farm, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Es kommen doch deutlich mehr neue Spieler heute rein. Ich würde gern mal wissen, woher. Aber ich will jetzt wirklich nicht alle verscheuchen mit Where did you get the IP from? Ja, ist schon irgendwie eine nervige Frage. Deswegen. Ja. Oh, ich weiß, wo ich Eisen herkriegen kann. Ich kann den Tunnel oben länger graben. Bei der Goldfarm. Ach, herrje. Das arme Frischfleisch. So schnell geht's dahin.
bisschen Eisen konnte ich auftreiben, das ist schon mal was. Mehr als verdoppelt haben wir unseren Eisenhaushalt. Droppen die auch Eisen? Die Pigments? Nicht wirklich, gell? Ich glaube, die Eisen, die ich da in der Kiste habe, die sind irgendwo anders her. Hier ist tatsächlich auch noch Slime-Shampoo. Ah? Schwächelt der Server schon? Nee, oder? Nee, tut er nicht. Nee, nicht wirklich. Nehmen wir noch bei 100. Unverändert, das gibt's doch nicht. Ich sag's euch, der hält nicht mehr lange durch und dann gibt's Rage Quit. Das kann sich ja keiner geben, so ein Dauerkill. Ich weiß nicht, ob ich das mental durchhalten könnte. Ich denke nicht. Tja, ich hoffe, ich werde nicht zerlegt von dem Dude, sonst müsste ich von meinem eigenen Server Rage quitten. Das wäre natürlich eine kritische Sache. Ja, oder ich soll mal kurz zum Spawn schauen und da mal für Ordnung sorgen. Was sagt ihr? Bin ich genug ausgerüstet? Halt null, gell? Also, wenn der kommt, ey, ich bin direkt weggesnackt von dem, wenn der fährt mit Hex und so unterwegs ist. Da halte ich nicht lang durch. Aber ich kann es ja mal versuchen, oder? Ich kann mal versuchen, den Dude umzubringen. Ja, am Ende locke ich den nur hierher. Das ist so eine blöde Idee. Egal, Leute, ich mach das jetzt. Ich nehme noch einen Bogen mit. Flame ist doch lustig. Ich habe halt, ja, nicht wirklich Schwerter, nicht wirklich Schuhe sollte ich noch mitnehmen. Blöcke eigentlich auch, ne? Am besten fast Obsidian. Den irgendwie einzubauen. Ich weiß nicht, ob die alle halt harte Noobs sind und der so ein Medium-Spieler oder ob der halt echt wirklich Ukrainian Gangster ist und alles zerlegt und ich mich hier selbst mit recht okayer Ausrüstung bangen sollte. Ja, vielleicht brauche ich welche mit Protection. Ja, Protection brauche ich. Und eine Hose wird mir jetzt kaum zerbrechen, aber ich nehme mal eine mit. Damit, wenn ich droppe, damit ich gleich ein volles Rüstungsset droppe. Ne? Ah ja, und Blöcke habe ich auch ein paar mit. Wahrscheinlich sollte ich auch noch ein bisschen mehr Lava mitnehmen, weil Lava ist geil. Also irgendwie geht das nicht mehr so gut gerade mit dem rein Doppelklicken. Das könnten wahrscheinlich auch meine FPS sein, die einfach einen Klick verschlucken. Okay, ja, dann schauen wir doch mal, ob wir in Spawn-Nähe jemanden finden. Am Ende finden wir gar niemanden und es wäre voll der Flop.
Oh, ich sollte Enderpearls mitnehmen. Richtig wichtig für, um aus der Lava rauszukommen und so. Richtig wichtig. Ach ja. Okay, hier war jemand. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Oder es ist neu mit dem Dirt um das Teil herum, ne? Ich sollte wahrscheinlich nicht meine Fortune Pickaxe mitnehmen. Oder? Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Die brauche ich ja nicht. Boah, es ist schon echt noch eine Meile von dem Portal her. Eigentlich heißt es ja immer nur 1000 Blöcke, aber ja, 1000 Blöcke sind schon. Sind schon eine Distanz. Am besten sollte ich wahrscheinlich auch noch eine Ender Chest mitnehmen, damit ich schnell meine Sachen weglegen kann. Ich habe hier keinen Platz in Ender Chest, um da was reinzulegen. Aber boah, so, jetzt hätte ich doch gerne einen Talk am laufenden Hintergrund, weil das ist jetzt mal wieder ein ewig langer Marsch hier vor und zurück. Und wieder vor. Aber ja, komm, das machen wir jetzt noch in der Folge. Och nö, die CPU-Usage ist wieder auf 50. Ja, aber ja, das macht Sinn, wenn ich den Chunk nicht mehr lade, dann. Ja, ist wohl Minecraft idle, ist wohl 50% CPU-Usage. Viel weniger geht gar nicht. Locker so viel würde der Server auch verbrauchen, wenn niemand online ist. Alles so schlecht optimiert. Habe ich das Gefühl manchmal. Also ich weiß es ja nicht. Also es ist schon, es sind schon eine Menge Tiere, die hier auf einmal sind, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, es könnte noch besser sein. Ach so, ich brauche ja nur Enderpearl. Und die kann ich auch hier liegen lassen. Das ist wahrscheinlich der schlechteste Platz, um sie liegen zu lassen, aber. Ja, die Frage ist, was schneller? Ich glaube, zurücklaufen ist schon schneller als zum Portal zu laufen. Ja, gut, jetzt habe ich keine Ender Chest dabei, aber. Das passt auch. Ich habe nicht wirklich was Wichtiges dabei, was ich ablegen wollen würde. Und ich habe auch nicht Platz in der Ender Chest. Also von daher passt es. Ender Pearls habe ich hier. Und ja, dann können wir mal in Richtung Spawn schauen. Aber wahrscheinlich ist da jetzt keiner mehr, solange wie niemand mehr gestorben ist. Und ach, der Typ ist gegen meine Erwartungen nicht geragequittet, ne? Der die ganze Zeit weggesnackt wurde. Respekt auf jeden Fall von mir an der Stelle. Und ja. Schauen wir mal zum Spawn und schauen, ob wir diesen Lidi finden. Bei Dias können wir den sicher abziehen. Wahrscheinlich nur so eine kaputte Dia-Rüstung und ein kaputtes Dia-Schwert. Das ist wahrscheinlich ziemlich useless. Aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht hat er auch ein paar Rohdiamanten im Inventar. Oder vielleicht sogar ein paar andere Sachen. Ich nehme an, der hat Full Hex on. Also das klang zumindest so im Chat. Und ja, hat ein bisschen was mit X-Ray gefarmt. Aber dementsprechend bin ich natürlich auch vorsichtig. Was seine PvP-Skills angeht, weil meine PvP-Skills sind nicht so krass und wenn jetzt irgendwelche vollen Hack-Clients hier auftreten, da sehe ich schnell alt aus.
Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie unfair kämpfen können auf Distanz mit Feuer und Bogen, mit Lava, mit Enderpearls, was wir da so machen können. Okay, ich bin ein bisschen gespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt, keine Frage. Das ist ein 12er Pack Enderpearls und kein 16er, das ist auf jeden Fall blöd. Aber diese Brücke hier ist noch intakt, das ist schon mal sehr gut. Eine Rüstung auch, alle Tools und Rüstungen komplett am Limit hier, alles fast kaputt. Aber ich denke, eine Schaufel werde ich eh nicht brauchen. Und gut, dass ich zwei Äxte habe. Okay. Ja, also wenn der mich verfolgen wird, das wäre echt kritisch. Wo komme ich denn jetzt raus? Komme ich jetzt... Nee, ich komme schon beim Spawn raus, oder? Gibt es das Portal da überhaupt noch? Oder muss ich auf eins da oben gehen? Fragen über Fragen. Ja, also mein Tagesziel hier irgendwelche. Ach, jetzt einer zum Spawn gekommen, das ist natürlich praktisch. Jetzt wird der Lidi zurückgehen. Aber mein Tagesziel heute, den Server zu überlasten, ja, hat wohl nicht so geklappt. Ich werde es wahrscheinlich nur einfach wieder all meine Items verlieren. So wie ich das alle paar Folgen mache. Und dann, dann haben wir es auch gesehen für heute. Okay. Okay, das ging echt weniger schnell, als ich dachte. Schneller, als ich dachte. Ich wusste nicht, dass der im End ist. Ja, aber ich hatte ja nichts Wichtiges dabei. Keine Ahnung, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob der Hex hat oder nicht, aber ich habe den halt auf keinen Fall gesehen. Aber er weiß es, wo ich herkam. Und wenn der hier auftaucht, huh, kritischer Hase, kritischer Hase. Ja, keine Ahnung. Oh, meine Fortune Pickaxe ist natürlich jetzt da. Du hast es natürlich an Fortune. Die sitzt da vorne. Ja, meine Fortune Pickaxe ist in der Pre-Base. Das ist natürlich unlucky. Ich habe echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen, dass der hier vorbeikommt und mich wegsnackt. Habe ich genug Slime in der Kiste gesaved? Ja, zwei Stacks passen. Wahrscheinlich kann ich ein Stack gegen noch ein Stack Redstone-Blöcke eintauschen. Ja, wobei Redstone ist fast schneller geholt als Essen, ne? Schwierige.
schwierige Entscheidung. Ja, ich brauche eine Hose. Okay, wo kriegen wir denn jetzt schnell? Der ist so schnell bei den Leuten, das ist krass, ne? Aber wird dem scheinbar nicht langweilig, den Spawn zu rasieren. Leute, wir kriegen Very. Hapsa. Ja, die Hälfte der immer getötet. Also irgendwie will der Dude King eines leeren Servers sein, wie es aussieht. Wie Notch uns geschaffen hat. Ey! Der Text ist aus dem einen Dings, aus Minecraft. Irgendwo habe ich den eingeschickt. Dann wurde der akzeptiert. Wahrscheinlich kommen daher die ganzen Spieler, weil mein Server da akzeptiert wurde. Das ist wahrscheinlich so ein wieder neuer Server. Irgendwas hast du nicht gesehen. Spieler andrang heute. An dieser Serverliste. Ah ja, okay, das macht Sinn. Dass wir da diesen Spieleransturm haben. Der wird sich dann wahrscheinlich nicht lange halten. Aber immerhin weiß ich jetzt, woher all die Leute kommen. Auch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Boah, wieso geht das nicht ins Crafting, wenn das voll ist? Das wäre doch mal. Ja, obwohl man will es vielleicht auch im Inventar rumhin sortieren. Okay, geiler Typ. Dann, wo kriegen wir jetzt ein Schwert her? Ne, wo kriegen wir jetzt ein Level? Ach so, ja, Weizen und dann wieder so ein Kühl. Ich frage mich, ob das auf so Anarchie-Servern überhaupt noch Sinn macht, im PvP irgendwie selber zu spielen, ob Full-Hack-Clients mehr Sinn machen. Ich meine, sind Menschen überhaupt noch besser? Nicht wirklich. Ja. Ist PvP dann nicht fast schon langweilig, weil alles von alleine passiert? Keine Ahnung. Also.
Ich meine effizientes PvP, wenn man wirklich alles gibt und mit, ja, mit den besten Mitteln spielt, so mit eben mit einem voll aufgedrehten Hack-Client. Das Leben ohne Schwert ist echt anstrengend, ey. Sagt die CPU 130, okay. Okay. We're getting there. Also es ist auf jeden Fall nichts, was man mal eben hier so hinklatscht, so eine große Kufa innerhalb der ersten, keine Ahnung, ein paar Stunden Spielzeit, kriegt man sowas nicht hin. Ist doch schon mal gut. Das heißt, eine Person alleine kann in ein paar Stunden nicht den Server down nehmen. Aber wenn man sich mehr anstrengt und ein bisschen Zeit nimmt, schon hin. Aber wir sind immer noch bei 110, ja. Okay, was waren das für 3 Stacks Weizen, die hier weggesnackt wurden, mal so? Krass. Nein, keine Eier. Auf Level. So. Ich muss schnell 7 Level her. Oder habe ich irgendwo noch ein Dia-Ersatzschwert? Nee, das hatte ich dabei. Klug ich bin. Ich habe keine Axt. Kein Schwert. Bin total am Sack. Jetzt habe ich wieder locker ewig die falschen Enchantments. Also das ist der Kram, den ich jetzt erstmal brauche. So. Ja, oben ist doch noch ein bisschen Feld, oder? Ja. Ich würde dann auch gerne ein paar Kühe killen für XP, aber das wäre natürlich kontraproduktiv für den Plan hier. Oh, lucky. Irgendwie dachte ich, jetzt fliegt alles in die Luft, aber es ging noch mal gut.
Also, wenn jetzt dieser Typ plötzlich hier stehen würde und die ganze Base zerlegt, während ich noch hier bin, das würde mir schon irgendwie wehtun, muss ich sagen. Aber ist natürlich nicht gut, weil früher oder später wird diese Base hier zerlegt werden, so wie die am Spawn ist. Schon noch Flecken Platz. Aber lang sind die nicht mehr da. Halt mal auch die Bücherregale fertig machen für die Reise. Das wäre doch eine Idee. Mann, der Dude ist immer noch online. Der ist locker auf der Suche nach mir. 100 Pro. Mann, ich finde auch das interessanteste Ziel hier. Der hat gesehen, dass ich Items habe. Aus welcher Richtung ich kam. Oh Mann, ey. Gefährliche Sache. Ich sag's euch, gefährliche Sache. Boah, also die FPS, das tut ja weh, Leute. Wo ist denn das ganze Leder? Ich hab doch eine Kiste. Nicht so viel, richtig viel Leder drin war. Ja, dann wohl hier gewesen sein. Und richtig viel. Ja, ist schon was. Ja, mehr als ich Papier habe. Lol. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Episode. Wir sehen uns in der nächsten Folge dieser Dauerwerbesendung.